Hallo. Oh, das ist lauter, als ich erwartet habe. Ich habe mir Gedanken gemacht, mein Thema war alles Klischee, das Bild der Jugend in den Medien. Ich habe mir dazu Gedanken gemacht, jetzt zu meiner Struktur. Ich werde erst einen Text aufsagen und dann werde ich ein kleines Lied spielen. Der Text geht folgendermaßen: Die Jugend. Die Jugend. Die Jugend, also früher hätte es sowas nicht gegeben. Die Welt ist eine Scheibe. Das wussten schon die Menschen im Mittelalter. Und auch wenn sich der Planet seit Äonen dagegen weigert, diese Tatsache anzuerkennen, arbeiten die Menschen an flachen und immer wiederkehrenden Strukturen. Die Welt ist eine Schallplatte, auf der die Nadel springt und immer, immer wieder das Gleiche erklingt. Zum Beispiel du. Du siehst komisch aus. Und du nennst deine Idee von der Welt ganz anders, als es in meinem schwarzen Buch steht. Ich finde dich kacke. Oder Atomstrom belastet uns und alle, die nach uns kommen. Ich bin dafür, auszusteigen. Ja, bitte. Das wird uns etwas kosten. Ach so. Ja, nee, dann nicht. Oder eben die Jugend. Und das ist natürlich alles Klischee. Wenn man recherchiert. Nach die Jugend von heute stößt man unweigerlich auf folgendes Zitat: Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet Autorität. Sie widersprechen den Eltern, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Eltern. Ich hatte vermutet, dass dieses Zitat von irgendeinem klischierten Schuldirektor aus einem Hollywood-Film kommt oder von einem CSU-Politiker. Man merke die Steigerung. Aber in Wirklichkeit stammt es von Sokrates und ist rund 2500 Jahre alt. So lange und wahrscheinlich noch viel länger gucken die Älteren auf die Jüngeren und meckern. Wenn ich mir die Kritik an unserer Generation so angucke, dann kommt immer das Gleiche. Ihr steht für nichts mehr, ihr seid so brav. Wir standen damals zusammen und haben denen da oben gezeigt, was Protest bedeutet. Jetzt seid ihr jung, an jeder Ecke läuft was schief und ihr hängt rum und wollt Spaß. Ihr habt die Freiheit, alles zu tun. Und was macht ihr damit? Ihr. Und natürlich ist da was dran. Natürlich läuft viel schief und natürlich sollte was getan werden. Aber wo sollen wir denn anfangen? Wo steht denn wirklich jeder hinter? Wir haben überall Baustellen und Ungerechtigkeiten, aber keine davon hindert uns wirklich am Leben. Das hat uns die Geschichte gezeigt. Das ist blöd, aber ohne weiteres gehen satte Menschen nicht auf die Straße. Und das hat nicht mal zwangsläufig was mit brav zu tun, sondern eventuell einfach auch an einem Mangel an Informationen oder besser einem Mangel an sinnvoller Informationen. Ich habe dafür mal einen Medienzusammenschnitt zusammengetragen, der so gefühlt bei mir angekommen ist. Er geht ungefähr so: Hoeneß, Hoeneß, Hoeneß. Wirklich? Hoeneß, 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 Bayern ist Meister, Hoeneß, 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 der DAX steht bei 9.300 Punkten, Hoeneß, Tote vor Lampedusa, NSA, Freihandelsabkommen, Moment, was? Hoeneß, 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 Michael Schumacher, Hoeneß, Merkel sagt, sie respektiere, dass der verurteilte Hoeneß auch tatsächlich ins Gefängnis gehe, Hoeneß, NSA, Krimkrise. Krimkrise. Krimkrise, Putin ist böse. Putin ist sehr böse. Putin ist sehr, ja, das wusste ich auch schon vorher, aber ich habe da auch gehört, dass die NATO jetzt auch nicht so super gut und ich meine, was lernen wir jetzt aus der Sache mit Hoeneß? Und was ist mit der NSA? War das wirklich alles? Und was ist mit diesem Freihandelsabkommen? Hoeneß jetzt im Gefängnis. Krimkrise. Putin böse. Putin sehr böse. Putin Merkel, Obama, Obama Merkel, Putin, Putin, Putin böse. Was? Es mangelt uns nicht an Feindbildern, nur ist keines klar umrissen. Und wir gucken sie an und blinzeln kurz und sinken verwirrt und müde auf unsere Kissen. Die Generation vor uns, und darum sind sie nicht zu beneiden, hatten eine klare Blickrichtung. Sie waren konfrontiert mit gewaltigen Kriegen und den Folgen davon und ignoranten Müttern und Vätern und einem weiteren drohenden Krieg und explodierenden Kraftwerken und dunkelhäutigen Piloten auf Kollisionskurs und Angst und Angst und Repression und Angst und alles kam von außen und meine Generation hat das zum Teil miterlebt oder kennt es aus Geschichten. Aber es hat sich was verändert. Es kommt nicht mehr so viel von außen, sondern vielmehr von innen, weil
Weil das alles so kompliziert geworden ist. Alles hat mindestens 4 Seiten und teilt sich dann nochmal in 8 Unterprobleme. Ich meine, kann ich überhaupt etwas unterstützen, wenn ich nicht alles darüber weiß? Und wann weiß ich alles? Und dann tue ich nichts und fühle mich schuldig, weil ich doch sehe, dass was getan werden sollte. Aber was soll ich denn tun? Und soll ich dann wirklich? Und wenn ja, wie viel? Und ich will jetzt auch nicht als Gutmensch beschimpft werden und vorangehen. Und wisst ihr was? Wisst ihr was, ich kaufe mir ein iPhone. Da kann ich alles bewegen, es ist einfach und intuitiv aus, dann sieht es richtig schick aus. Und dann kaufe ich mir eine Brille mit Fensterglas und riesigen Rändern und dann gründe ich ein Techno-Kollektiv, meine alles ironisch und denke nur noch an heute. Und jetzt sagt ihr, ja, du hast angefangen mit Klischees und jetzt kommst du mit so einer Keule und ihr habt recht. Aber wer da nicht einen Funken Wahrheit erkennt, der werfe das erste Smartphone in den Mülleimer. Hab ich gesehen. Ein anderer Poetry Slammer hat mal gesagt, wir seien die erste Generation, die sich selber hasst. Ich würde das gern erweitern, weil ich das so nicht glaube. Ich glaube, wir sind die erste Generation, die gezwungen ist, so stark über sich selber nachzudenken oder zumindest in dieser Größenordnung. Und gezwungen deshalb, weil das einzige große, halbwegs einschätzbare Problem, das noch bleibt, wir selber sind. Und um damit fertig zu werden, müssen wir wissen, wer wir sind und was wir wollen. Jeder und jede für sich. Dass es nicht einfach ist, frustriert und macht Angst. Angst ist nicht weit weg von Hass und Hass richtet sich dahin, wo man denkt, das Problem zu sehen. Und jetzt gibt es ein paar Wege, mit so Selbsthass und Angst umzugehen. Einer ist, alles stehen und liegen lassen, frustrieren lassen, sich leben lassen, hinsetzen. Aber wer schon mal eine 8. Klasse gesehen hat, der weiß, dass die nicht unbedingt Lust haben auf Stillstand. Denn eine weitere Möglichkeit ist das, was ich jetzt gerade ziemlich viel sehe, nämlich Hedonismus mit einem guten Schuss Ironie. Alles muss Spaß machen und trübe Gedanken sind nur in Ordnung, wenn sie einem gerade in den Kram passen. Und im Zweifelsfall ist jede Aussage auch nicht so wichtig, weil sie kann ja auch ironisch gemeint gewesen sein. Ein Weg, den ich gut finde, der geht über kluge und starke Menschen. Und um das zu kriegen, braucht man gute Bildung. Und damit meine ich jetzt nicht zwangsläufig einen hohen Schulabschluss, sondern Menschen, die bereit sind für die Welt, wenn sie aus der Schule treten. Menschen, die mit der Medienflut und sich selber klarkommen. Menschen, die nicht zu Kopierern erzogen sind und alles reproduzieren, was ihnen vorgesetzt wird, sondern überlegen können, was sie möchten und wofür ihr Herz schlägt. Schulen, die so wachsam und wissensdurstig sind wie die Schüler, die sie sich wünschen. Lehrer, die aus Begeisterung unterrichten und nicht wegen Ideenlosigkeit nach dem eigenen Abitur. Ein Lehrerberuf, der so spannend gestaltet ist, dass alle Lehrer werden wollen. Weg mit dieser Verbeamtung für Lehrer, diesem Grab für Passion und Innovation. Und ersetzt es durch tatsächliche Wertschätzung für diesen Berufsstand, der die Entwicklung unserer Zukunft so maßgeblich vorantreibt. Und mit Wertschätzung meine ich jetzt nicht nur ideell, sondern halt auch eben angemessen finanziell, auf dass die nächsten Generationen es leichter haben, sich selber zu erkennen und sehen, was für sie wichtig ist, während wir versuchen, die Welt halbwegs friedlich zu halten oder vielleicht noch in größeren Maßstäben denken. Was unsere Generation angeht, liebe Leute, die da vor uns kamen, Anwesende ausgeschlossen, ich glaube, wir wissen noch nicht so ganz, was wir wollen. Gebt uns ein bisschen Zeit, wir kommen schon noch dahinter, denn wir sind nicht doof. Und vielleicht lohnt sich das Ergebnis ja wirklich. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr habt sie doch nicht alle, jetzt reißt euch mal zusammen und legt los, dann denkt an Folgendes. Auch wir sehen den Generationenvertrag. Und je besser unsere Laune ist, wenn wir merken, was das bedeutet, desto besser für euch. Auf dass sich die Scheibe weiterdreht. Auf einmal dann die Nadel springt, jemand von uns ganz vorne steht und das immer gleiche Lied erklingt. Und ich kann es schon hören, es beginnt garantiert mit die Jugend. Die Jugend! Aber vielleicht hat sich ja was verändert. Vielleicht kommt hinten aus der letzten Ecke ganz leise ein anerkennendes: Die Jugend? Also das hätte es früher nicht gegeben. Vielen Dank. So, dann habe ich mir überlegt, was sind denn gute Menschen? Und das ist nicht so einfach und das ist natürlich wieder eine von diesen großen Fragen. Dann war ich beim Zahnarzt und mein Zahnarzt hat mir von Fissuren erzählt. Fissuren, das sind diese kleinen Täler, die auf Zähnen, auf diesen Backenzähnen drauf sind. Und ich fand das witzig, weil ich fand, das klingt wie Frisur. Und daraus ist folgender Text entstanden, umgewandelt in ein Lied. Falk, geht das?
strahlend weiß und gut geputzt, standen am Rand, das Zahnfleisch gestutzt, die Backenzähne. Vier der fünf Zähne standen dicht beim anderen, nur einer war abseits mit Spalt zu dem Nachbarn. Dieser kam als letzter und er strotzte vor Weisheit, doch war die Erscheinung eher ne Gemeinheit. Denn er wuchs schief und krumm und mit gelber Fassade, denn für einen krummen Zahn in der letzten Ecke war sich die Bürste nun einfach zu schade. So folgte ein Loch und dann eine Füllung, und was dann geschah, bedarf kaum der Enthüllung. Denn in dieser Reihe perfekter Zähne gab es kein Mitleid, nur Spott oder Häme. Hattest du nicht als Zahn in der Spur eine akkurat gepflegte Fissur als Frisur, wurdest du gemieden wie Herpes auf Tour. Wenn die Bürste sich danach doch erbarmte und fortan den Zahn mit den Borsten umrahmte, war's zu spät, der Zahn galt als unfein und schon folgten Gerüchte von Plaque und von Zahnstein. Die anderen Zähne genossen dieses Schauspiel, weil in diesem Trubel Zahn selber kaum auffiel, doch dort, wo sonst niemand hinsah, in den Zwischenräumen zwischen Schmelz und Fleisch regierte das Karies. Es kam durch die große Nähe, Fassade an Fassade, mit der die Zähne doch Geschlossenheit zeigen wollten und was sie stärkte. Doch bewirkte diese Gemeinschaftscharade, dass etwas geschah, was zunächst keiner merkte. Denn wie sollte eine Bürste zwischen Zähne gelangen, die sich verhielten, als wären sie verkniffene Kneifzangen? So kamen und blieben nur die Bakterien, und die machten auf Kosten des Zahnschmelzes dann Ferien. Und auch wenn die Zähne eindeutig spürten, wie Bakterien ihre Horden nach vorne führten, kam den Nerven keine Beschwerde zu Ohren, weil aus Sicht der Zähne sich die Nerven viel zu schnell selber verloren. Ehrlich, die machten dann nämlich Alarm und Riesenbahnhof, alle würden es erfahren. Ich meine, was soll denn der Nachbar sagen? Der schafft es doch auch. Da ignoriert's dann lieber kurz einen schmerzenden Bauch. Und so verloren die Zähne, trotz Stolz und viel Glanz, im Innern nach und nach immer mehr an Substanz. Einige Zeit später, die Zähne waren kaum mehr als Hüllen, da begannen knusprige Erdnüsse den Mundraum zu füllen. Ein kräftiger Biss und ein herzhaftes Knacken verteilte Bruchstücke in Backen und Rachen. Ein Zahn, der danach noch stand, war der krumme und schiefe, ganz hinten am Rand. Dieser war inzwischen stark geworden, stark aus sich selber. Sah fast aus wie die Fassade des Nachbarn. Oh vielleicht etwas gelber. Längst abgeschlossen mit dem Spott und der Häme, denn was die anderen noch sagten, auch sie waren nur Zähne. Also besorgt um die Nachbarn wandte er sich zu ihnen und erkannte da vor sich nur noch Ruinen.